Jetzt kommt sie nur in Fahrt, wenn sie Elvis Presley hört. Das ist einfach. Oh, wir haben einen neuen Story-Auftrag freigeschaltet. Heroin. Ich weiß nicht, wieso Leute diese. Okay, warte auf Donovan. Soul Food? So nennen sie das. Verbündete. Verbündung zugewonnen. Screaming Semi. Benutze die Screaming Semi, um eine Gruppe Gegner aus ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aus Haus. Nachschub erhältst du ab sofort beim Waffenhändler. Screaming Semi werfen R1 zum Ziel, Rücken gehalten. Und zum, ja, da hört der Text einfach auf. Okay. Fahren wir zu Donovan. Dass er beim Saubermachen geholfen hat, ist schon eine Ewigkeit her. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du, Scheiße nochmal? Okay. Wir sollen die Kirche verwanzen, Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwanzen, bricht Verteilerkästen auf, die du überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwanzen hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Position von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und die unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse anwenden. Ah, okay, ich mach das jetzt mal direkt. Zack. Ob man das glaubt oder nicht, bis jetzt habe ich mich noch nie verbrochen. Geschäfte abhören. Durch Abhören erhältst du Position der Gegner auf der Minikarte, Sonderziele und Sammelobjekte. Das ermöglicht dir zudem, Geschäftsbosse anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Sobald ein Stadtteil verwanzt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken oder Mauern, um die derzeit verwanzten Geschäfte zu betrachten. Drücke die Optionstaste, um die Karte zu öffnen, und dann L3. Ah, das erklärt's nun. TL49-Sicherung. Das sind also die Sachen, die wir gefunden haben. Und mit diesen verwanzen wir es. Richie ist nicht gerade begeistert davon. Ihren Trigger waren Sternhagel voll. Wie schleicht der sich denn ran? Jetzt muss er Georgie erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. Okay. Ja, da vorne ist schon das Ziel. Ich werde diesen Arsch an die Bullen verpfeifen. Ach, ihr kriegt mich nicht. Schicken Sie ein paar Einheiten hier rüber. Ich wollte die Bitch erst überfahren. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Und wir sollen nun Charles Dealer befragen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Okay. Was sagt ihr wegen der Ventilator? Informanten. Das hatten wir ja schon. Hast du in die Scheiße gegriffen? Oh, der will abhauen. Oh,
Wieso lässt du dich denn jetzt nicht einfach befragen? Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Ja, gut, dann werfe ich ihn an. Mir. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Okay, und die Bullen haben uns auch nicht gefunden. Sehr gut. Kümmern wir uns also um die nächsten. Hast du Probleme, erhebe deine Stimme, Bruder. Zerstöre nicht den Besitz anderer. Haben wir deine Eltern zu den Flugzeugen, dass sie wegen euch die Bullen rufen wollen? Ja, Autos klauen wird hier anscheinend nicht gerne gesehen. Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter. Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. So, erstmal hier gleich wieder für Furore. Ist auf jeden Fall scheinbar mehr los. Gut. Da drin in dem Bunker scheinen wir uns ordentlich ausrüsten zu können. Gehen wir einfach mal rein. Ja, will ich gar nicht. Ich nehme direkt den harten Weg. Ja, eine schallgedämpfte Pistole, die macht auf jeden Fall was wett, muss man sagen. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Verstehe noch nicht genau, was diese beiden Pfeile hier bedeuten, die auf dem Radar angezeigt werden, aber ist okay. Die Leute! Hat mir den Weg abgeschnitten! Der hat aber jetzt einiges ausgehalten. Du bist tot, Schweinslutscher! Hallo! Lasst Feuer auf ihn regnen! Brenn, Digger! Brenn! Das Schwein hat einen Glückstreffer gelandet! Irgendwer Munition? Ich such Deckung! Okay, davon ist noch einer. Wachposten alarmiert. Ja, also man kann sich hier eigentlich relativ gediegen durch die Gegend bewegen. Wie ich finde. Also es hat mich bis jetzt ja noch nicht vor allzu große Probleme gestellt. So, Gott, hilf uns! Ziele. Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um diesen Geschäften zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit ihm dem Geschäft
den du mit ihm dem Geschäft zufügen kannst und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf dem Plan an und wege bei deinem Angriffsplan erst Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Gott, hilf uns! Okay. Alle raus hier! Achtung! Hier liegt noch Geld. Anscheinend kann ich das hier alles zerstören. Ja. Das ist nicht sehr anspruchsvoll. Aber okay. Befrage Schalzdealer. Hier geht's auf jeden Fall auch noch weiter. Achso, diese Pfeile bedeuten anscheinend Geld. Wenn es auf einem anderen Stockwerk ist. Oh, jetzt habe ich ein weiteres Vargas-Gemälde gefunden. Okay, hier sind wir wohl fertig. Deswegen verlassen wir die Hütte wieder. Ja, kann anscheinend nur 3 Adrenalin-Spritzen bei mir tragen. Aber jetzt will ich nochmal eben einmal gucken. Ja, tatsächlich. Oh. Okay, das meinten die damit mit Ausspähen. Hier wäre ein schönes Scharfschützengewehr gewesen. Dann hätte ich mir wahrscheinlich die ganze Geschichte etwas einfacher machen können. Aber andererseits muss ich sagen, schwierig war es ja jetzt auch nicht. Dann stürzen wir uns wieder in den Verkehr, um Charlies Dealer zu befragen. Gegner. Deshalb war ich lang. Hast du dich verlassen? Hast du die Scheiße gegriffen? Scheiße, ich ruf die Bullen. Vorsicht! Ein Arschloch mit der Knarre! Um was kämpfen die? Tut mir leid. Tut mir leid. Zack, haben wir dich. Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. Vollstrecker. Okay. Wenn wir uns darum also wohl kümmern müssen. Und oh, da liegt ja ein Playboy-Magazin. Und noch ein bisschen Geld. In manchen Räumen in Geschäften sind Kunden nicht erwünscht. Die Eigentümer behalten dich dort im Auge und rufen die Polizei, wenn sie dich bei einem Verbrechen beobachten. Okay, ich habe hier den ein oder anderen niedergestreckt. Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Ich werde auch direkt wieder abhauen. Wir geben uns zum nächsten Ziel. Dort sollen wir Charlies Vollstrecker erledigen. Ich bin ausgeraubt worden, du Idiot! Komm her! Tätlicher Angriff gemeldet im Hollow. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, kann sie das gerne bearbeiten. So. Wir sind wieder angekommen. Was von Mama gehört? Und pirschen uns wieder heran. Mama ist ich tot. Tu's nie wieder. Das habe ich dir doch schon gesagt. Bitte Gott, hilf mir. Sie ist nicht tot. Ich habe erst letzte Woche mit ihr geredet. Hör gefälligst endlich auf. Dieser Rausch ist der Hammer. Hey, sie mal eine alte Dame hier. Gell, weg hier. Eine erledigt. Und wenn Nummer 2 erledigt.
Straße ist ein verdammt einsamer Ort. Aber auf der Bühne zu stehen, das ist schon brutal. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Die haben keine Sonne. Ja, ich renne hier einfach so durch und sorge für ein Massaker. Zack, so geht das. An alle Einheiten, Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Also das hat doch ein Praktikant animiert. Oder sich ausgedacht. Er rede mit Donovan. Ich hab den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem normalerweise egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man bleibt am Leben. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Vollstrecker. Das schwerste Geschütz eines Bosses ist ein Vollstrecker. Erledige ihn, damit der Boss einen Teil der Kontrolle über sein Geschäft verliert. Jeder überlebende Vollstrecker wird seinem Boss zur Hilfe ein, wenn er zurückkommt. Okay. Bosse rekrutieren. Denk daran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwandt hast. Daher hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäftes erhöht. Okay, das klingt auf jeden Fall besser. Also sollen wir Charlie Kincaid fertig machen. Wir betreten unbefugtes Gebiet. Und wiederholen das Spiel wie von zuvor. Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß nicht, wie man das medizinisch nennt, aber Sie sagen, sie hat sich den Arschknochen gebrochen. Gucken, ob wir einen anderen Eingang hier hineinfinden. Oh, hier wimmelt es auf jeden Fall von Gegnern. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und schaffte das mal eben ein bisschen aus. Der eine läuft da vorne seine Route ab. Auf jeden Fall wohl dabei gesehen worden. Hm? Okay, auch der ist Geschichte. Zählt es nach dem Wachposten zu sehen, der hier lang marschiert. Da vorne ist er. Oh
Und auch dieser ist niedergestreckt. Also vorne ist ein weiterer. Also das mit dem Schleichen funktioniert hier sehr, sehr gut, wenn nicht sogar zu gut. Also es ist sehr, sehr mächtig. Also ich habe bis jetzt so nicht wirklich so große Probleme gehabt, was natürlich nicht unbedingt schlimm sein muss. Ja, hier ist eine Leiter. Gucken, wo mich die hinführt. Ob ich dann vielleicht auf anderem Wege hier noch ins Gebäude kommen kann. Oh, die haben mich auf jeden Fall entdeckt oder eine Leiche entdeckt. Ich gehe direkt rein. Was Scheißegal. Denkst du, macht Georgie, wenn er merkt, dass er seine Diener überfallen ist? Verdammt noch! Wir waren in Vietnam. Und das bekommt ihr hier bitter, bitter, bitter zu spüren. Und wir sind nicht mehr weit vom Boss entfernt. Habt ihr euch schon auf einen Namen geeinigt? Ich dachte an Thomas Lee, nach meinem Vater. Ja, das hat was. Die Scheiße, dass wir dauernd angegriffen werden, nicht aufhört. Wird mein Sohn am Ende irgendwie anders genannt? So. Nee, dazu kommt es nicht. Hier ist er. Die Jungs passen schon auf. Du wirst sehen. Bringe meine Arme in Sicherheit! Heiliger Jesus! Ja. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Marihuana-Geschäftszuweisung. Okay. Aktuelles Einkommen 30.000, Einkommensplus 30.000, verschonte Informanten 2.000, Boss war schon 2.000. Das wirkt sich also alles positiv auf unser Konto aus. Ich hatte ja gesagt, ich werde mit aller Härte durchgreifen. Oh, ja, bin ich vielleicht doch ein bisschen geldgeil. Also es macht ja was aus. Sollte man vielleicht doch nicht unbedingt tun. Und ich werde nun Cassandra dieses Geschäft zuweisen. Übrigens bekommen wir beim Büchsenmacher noch Präzision dazu. John Baptiste überarbeitet die Vorzielrichtung deiner Waffen, sodass sich deine Präzision verbessert. Sehr nice. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Bitteschön. Dort kommen die Herrschaften angefahren. Und auch dieses Geschäft ist übernommen. Nennen Sie Ihren Namen bitte, fürs Protokoll. Donovan. John. Mr. Donovan. Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 69, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt.
Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben.